Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht jetzt Herr Kollege Pring. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Es ist immer ein Vergnügen, Herrn Lindner zuzuhören und auch nach ihm zu reden. Ich habe das auch am Wochenende gemacht, habe mir Ihre Parteitagsrede angehört. Sie sind der Messias der FDP. Aber das ist ein neues Geschäftsmodell. Das kann auch nur die FDP machen. Ein Messias mit beschränkter Haftung. Ich gehe gleich noch auf ein paar konkrete Punkte ein, aber ich finde es schon faszinierend. Wir beide sind 2000 hier in den Landtag gekommen. Sie waren bis 2009 hier, davon 4 Jahre in Regierungsverantwortung, stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Da hatten Sie Verantwortung. Dann sind Sie 2009 nach Berlin in den Bundestag gegangen, sind wenige Monate später Generalsekretär geworden und haben das dann 2 Jahre später aufgegeben. Die Umstände, unter denen Sie das gemacht haben, à la Bonheur, habe ich im Fernsehen ja auch gesehen, Sie werden Ihre Gründe gehabt haben, aber Sie sind da rausgegangen. Und dann sind Sie zurückgekommen nach hier und haben einen spektakulären Wahlkampf gemacht, die Fraktionen reingebracht. Aber immer, wenn Sie reden, wenn Sie hier auftreten, tun Sie so, als ob Sie für das, was Sie gemacht haben, wo Sie an führender Position dabei waren, und Sie sind der starke Mann der FDP, auch wenn Sie jetzt nur in Anführungsstrichen bei uns in der Landesliga sind, niemand wird Bundesvorsitzender demnächst, ohne dass Sie Ja sagen. Also haben Sie Verantwortung. Sie haben die auch in der Vergangenheit gehabt. Und das meine ich mit Messias mit beschränkter Haftung. Die Verantwortung, das ist die Haftung, die ist immer nicht da. Ich sage Ihnen das an ein paar Beispiele, die Sie eben aufgezählt haben. Ich meine, das ist immer dann ein bisschen schwierig nach Ihnen, aber es waren einfach zu viele, zu schöne Sachen. Sie haben gesagt, 1 Milliarde Grundsicherung stellen Sie jetzt zur Verfügung im Bund als Konsequenz aus Fehlern bei Hartz IV. Ich kann mich dunkel erinnern, wir haben mit der Minderheitsregierung angefangen, wir haben den Schritt gemacht, dadurch war die Bundesratsmehrheit weg und dann mussten Sie tatsächlich Kompromisse eingehen. Die Art, das hier als generöses Geschenk darzustellen, den Teufel hätten die getan, wenn wir das nicht gemacht hätten und nicht im Bundesrat die Mehrheit geknackt hätten. Und lassen Sie mich das auch schon sagen, das war ja eine tolle Rede eben. Und zum Schluss bei Hollande, da waren Sie in Europa gelandet, es hätte nur noch die Reise über den Teich gefehlt, aber es war nicht ein konkreter Vorschlag dabei, wie das, was uns beschäftigt, am Landeshaushalt hier gemacht werden soll. Das war die ganz große Tour. So, und dann haben Sie angesprochen an der Stelle die Frage der Stellen bei Remmel. Das ist ja sowieso, das war auch auf der Parteitagsrede so ein Dauerstück, das hat der Kollege Laumann auch angesprochen. Da würde ich Ihnen ganz gerne mal, das vergessen Sie ja immer gerne, weil Sie da noch in Verantwortung waren. Ich habe hier 2 Schriftstücke, will ich im Sinne der Transparenz, weil die Kollegen von den Piraten waren nicht dabei, Ihnen gerne zur Verfügung stellen. Wenn jemand die haben möchte, möge er sich melden, er kriegt sie. Weil es sind interne Briefschriftwechsel gewesen aus der Regierung Rüttgers-Pinkwart damals. Das eine war ein Brandbrief des Regierungspräsidenten des damaligen in Arnsberg an Umweltminister Uhlenberg, datiert vom 9. Juli 2010, wo er sich bitterlich darüber beklagt, dass er in der Umweltverwaltung nicht mehr das technische Personal hat, um die notwendigen Untersuchungen machen zu können und Überprüfungen laufender wichtiger industrieller Betriebe. 9. Juli 2010. Entschuldigung, nicht. Doch 2010. So, und dann gibt es einen Brief des damaligen Umweltministers Uhlenberg an den Innenminister Ingo Wolf vom Dezember 2009, wo der Umweltminister sich beim Innenminister darüber beklagt, dass er nicht das Personal hat, um existenzielle Sicherungsaufgaben zu machen und dass er darin die Risiken sieht. Und dann kommt das auf insgesamt 23 Seiten, wird im Detail erläutert, wo Stellen notwendig sind in den Bezirksregierungen, technische Stellen, weil man Ingenieure braucht. Da kommt eine Auflistung der Firmen, um die es geht, unter anderem um Envio in Dortmund und andere, wo wir hinterher erlebt haben, dass Beschäftigte mit ihrer Gesundheit dafür bezahlen, dass das technische Personal nicht da zur Verfügung stand. Das sind genau die Stellen, um die es geht. Beide Dokumente stelle ich Ihnen gerne zur Verfügung. So viel zu der Legende, Remmel ist der Gewinner, Remmel wird hier beschenkt, die Grünen tanzen den Sozialdemokraten auf der Nase rum, lassen sich rumtanzen und Ähnliches. Das ist alles Quatsch. Der Arbeitsstil hier ist ein anderer und das, was Ihre eigenen Bettelbriefe belegen, an der Stelle Ihre Bittbriefe. Entschuldigung, ich gucke Herrn Uhlenberg an, ich nehme das zurück. Das ist ein Brief, der in deutlicher Eindringlichkeit schildert,
vom Umweltminister an den Innenminister, der ja heute auch noch Mitglied im Parlament ist, dass er diese Stellen braucht. Das ist kein Bettelbrief, sondern er schildert es sehr sachlich. Das haben wir genau umgesetzt. Und das ist eine ganz andere Situation als das, was Herr Lindner, der damals ja auch in Teilen noch hier war und es wissen müsste, eigentlich auch selber beurteilen könnte. Und dann vielleicht ein ganz paar Worte, weil das ist ja so eine neue Nummer, die Sie immer auflegen, der Konflikt, der angebliche Remmeldün. Zu dieser Darstellung kann man nur kommen, wenn man Rösler und Altmaier vor Augen hat und vorher Röttgen und Rösler. Ja? So, jetzt entschuldige ich mich präventiv bei Herrn Altmaier und bei Herrn Rösler. Meine Oma hat immer gesagt, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Das würde ich zu beiden Kollegen nicht sagen. Aber diese Nummer, die in Berlin aufgeführt wird, Herr Altmaier macht einen im Kern sinnvollen Vorschlag, Bürger beteiligen mit Einlagen an der Erstellung der Stromnetze, der ist gut, aber zuständig ist Rösler. Rösler dementiert ungefähr 30 Sekunden später, damit ist das wieder im Orkus. Dieses Muster an Politik ist hier nicht der Fall. Und die beiden Kollegen, das haben wir nun mehrfach erlebt, arbeiten vernünftig miteinander. Und Sie werden an der Stelle nicht den Keil reintreiben, ganz bestimmt nicht. So. Und dann haben Sie angesprochen, auch der Kollege Laumann hat das angesprochen, dass es eine Reihe von Bundesländern gibt, die an der Stelle jetzt zum Glück Tilgung oder schuldenfrei sind. Schuldentilgung oder schuldenfrei sind. Mal angenommen, das stimmt so, das unterstelle ich jetzt. Dann haben Sie aufgezählt Sachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, Brandenburg. Dann sage ich, wissen Sie was, wir in Aachen bezahlen mit 16 Millionen Euro pro Jahr über den Soli Ost, genau das, dass die Kollegen, und ich habe einen brandenburgischen Fraktionskollegen, der hat mir gesagt, wir überlegen, wie wir Festgeld anlegen können. Und da sage ich, da müssten Sie in der Bundesregierung, wo Sie Verantwortung haben, doch irgendwann erkennen, dass man auch, wenn man Verträge einhält, an anderen Stellen nachjustieren muss und ausgleichen muss, dass wir aus so einer Situation aus das bezahlen. Ich sage das noch mal ganz klar. Es war notwendig, der Soli Ost. Weil nach 89 war es notwendig, im Osten aufzubauen. Aber wenn ich jetzt zu Parteitagen nach Dresden fahre, nach Leipzig, nach Erfurt, nach Rostock, wenn ich mir den Kampf um die Wiedereinführung der Straßenbahn bei uns in Aachen angucke und in Erfurt bin, dann kann ich nur staunen, nur bewundern, dann ist da was Hervorragendes geschaffen worden. Und wenn ich mir dann manche Städte im Ruhrgebiet angucke, dann ist es an der Zeit auszutarieren. Und da wären Sie in der Verantwortung. Und wenn man akzeptiert und sagt, Verträge sind einzuhalten, ist das ja nicht das Einzige. Wir haben doch zeitgleich, haben wir eine Verteilung zwischen den Ländern, die strukturell in ganz wichtigen Bereichen seit Jahrzehnten zum Nachteil von Nordrhein-Westfalen ist. Und da haben wir keine Unterstützung bei Ihnen. Ob es im Verkehrsbereich ist, wir haben nachgerechnet, über den Daumen fehlen Nordrhein-Westfalen, wenn wir den Königsteiner Schlüssel anlegen. Das ist die Verteilung zwischen den Ländern nach Einwohnerzahl. Fehlen uns etwa 500 Millionen Euro pro Jahr für Infrastrukturinvestitionen im Verkehrsbereich, die wir nicht kriegen. Wo an der Stelle Verkehrsminister aus Süddeutschland immer ohne jede Hemmungen für Bayern, für Baden-Württemberg mehr Gelder organisiert haben und nicht für Nordrhein-Westfalen. Und das über Jahrzehnte. Und ich akzeptiere völlig den Nachholbedarf in den 5 neuen Ländern. Das ist völlig in Ordnung. Aber wir sind jetzt an Stellen, wo wir uns auch wirklich hinstellen können, sagen können, da muss anders justiert werden. Ähnlich im Hochschulbereich. Gemessen an der Zahl der Studierenden, gemessen an der Zahl der Hochschulen, gibt es da wirklich Ungleichgewichtigkeiten, die man an der Stelle korrigieren müsste. Will ich noch was sagen? Und das Dollste für mich war die Situation, dass bei den Kosten der Unterbringung Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz einen höheren Anteil prozentual kriegen als Nordrhein-Westfalen. Das sind überall Punkte, die nachjustieren werden, weil gar nicht einzusehen ist, dass bei uns die Kommunen da weniger kriegen. Da hören wir nichts von Ihnen, obwohl Sie Einfluss hätten, obwohl Sie Verantwortung haben. Und auch Herr Laumann hält sich an der Stelle raus. So, Herr Lindner, das war insgesamt, das ist ja eine Fortsetzung von dem, was Sie auf dem Parteitag gemacht haben. Da haben Sie gejammert, man hätte Ihnen Currywurst versprochen und jetzt kriegten Sie Tofu. Und jetzt sage ich Ihnen mal in Ihrer Sprache, wenn man daran gewöhnt ist, dass einem Mövenpick als Grundnahrung in der Partei die Canapés auf den Tisch stellt, dann ist natürlich Currywurst oder Tofu was ganz Hartes. So, Sie haben ein paar Sachen noch, ja, weil das ist so Ihr Muster, Ihr billiges Muster. Sie haben die SPD kritisiert wegen der Beteiligung an einem Kreuzfahrtschiff, was jetzt, so habe ich das verstanden, zum Partydampfer umgebaut worden wäre. Das ist mir ehrlich egal, was die SPD da mit Eigentum macht. Aber dass Sie an der Stelle wirtschaftliche Betätigung der SPD kritisieren,
wo Sie gleichzeitig in der FDP diese wirklich hochgradig dubiosen Druckereigeschäfte mit Gauselmann haben, wo man nicht genau weiß, was da ist und wo mich wundert, dass nicht wirklich auf Bundesebene mal untersucht wird, ob das illegale Parteienfinanzierung ist oder nicht. So, ja, ganz ruhig. Gelassenheit. So, dann haben Sie, das fand ich ja schön, ich wäre ehrlich gesagt, es gab ja mal so einen Uralten von Guido Westerwelle, ne? Auf jedem Schiff, das dampft und segelt, gibt es einen, der die Sache regelt. Ich wäre bei allen Vergleichen aus der Seefahrt vorsichtig. Sie haben gesagt, die NRW-FDP ist der Stabilitätsanker der Bundes-FDP. Ich sage Ihnen, bei der Titanic hat der Anker auch nichts mehr genützt an der Stelle. So, sehen Sie, er hat es verstanden, es ist angekommen. Mehr sollte es nicht sein. Kollege Lindner, guter Reflex. Es ist richtig. Wir haben unterschiedliche Auffassungen. Wir haben ja registriert, dass Sie in der Fraktion Veränderungen vorgenommen haben, wo man da gedacht hat, da kann man miteinander reden. Weil für mich als Grüner, der lange dabei ist, war irgendwie nicht gut nachvollziehbar. Mit den Kollegen von der CDU kann man in den Diskurs kommen, mit den Kollegen von der SPD, mit den Linken konnte man reden. Aber es gab irgendwie ein totes Schweigen, eine Eiseskälte zur FDP. Über 10 Jahre. War begründet in der Entstehungsgeschichte der Fraktion. Der Möllermann hat sie an der Stelle sehr klar aufgestellt. Habe ich gedacht, sind ein paar Signale, die das aufbrechen. Aber irgendwie taumeln sie. Es ist nicht ganz klar, was wollen Sie jetzt? Wollen Sie jetzt mit einem neuen Aufbruch in Richtung sozialliberal oder Ampel? Oder wollen Sie von Frau Merkel noch schnell 3% abzocken, um in Berlin zu überleben und dann irgendwann den Wechsel machen? Sie sind da einfach nicht klar an der Stelle. Und das müssten Sie dann irgendwann auch mal klar austarieren. So, lassen Sie mich zum Kollegen Laumann kommen, weil bei beiden war eins merkbar. Bei beiden Fraktionsvorsitzenden der Oppositionsfraktion war merkbar die deutliche Erleichterung, dass andere jetzt die Mehrheit haben und die Arbeit machen müssen. Da habe ich mich schon ein bisschen gewundert. Das ist ja auch in Ordnung, das kann man so machen. Herr Kollege Laumann, Sie haben doch eine Rede gehalten. Ich weiß, dass Sie Probleme haben mit der Doppelspitze. Und ich will jetzt auf die Bildernummer gar nicht eingehen, aber ich sage Sie mal nett. Wir haben doch alle Weihnachtsbäume vor den Fraktionen. Die einzige Fraktion, die einen Weihnachtsbaum mit Doppelspitze hat, ist die CDU. Ich habe es mir gestern extra noch mal angeguckt. Also das muss ein Geschenk der Partei sein. Der Laschet ist an der Stelle wirklich raffiniert. Und wenn ich auch mal überlege, Herr Kollege Laumann, wir haben in diesem Jahr als Sozialdemokraten und Grüne haben wir in diesem Jahr 3 Haushalte eingebracht oder behandelt. Und wir haben insgesamt in den letzten 2,5 Jahren über 5 Haushalte hier debattiert. Und Sie haben jedes Mal konkrete Einsparvorschläge angekündigt. Jedes Mal. Und heute Morgen habe ich dann in der Zeitung gelesen, aber im Januar machen Sie Mitte des Monats eine Klausur und dann kommen die konkreten Einsparvorschläge und dann waren wieder die 200 Stellen von Rebel in der Zeitung. Ich habe Ihnen das eben schon gesagt, was mit den Stellen ist, das können wir gerne weiter diskutieren. Ich bin wirklich gespannt auf das, was Sie dann wirklich an ganz konkreten Vorschlägen machen. Weil das muss man doch ehrlich sagen, wir haben jetzt einen Haushalt, der ist in einer gewissen Linie. Wir haben die Neuverschuldung etatisiert gehabt mit 6,5 Milliarden 2010, mit 4,8 2011, mit 3,6 plus 1 Milliarde WestLB 2012 und jetzt 3,5. Und wir haben da drin noch mal 1 Milliarde Einsparung, 150 Millionen titelscharf. Und wir haben die Rückmeldung eben schon gekriegt. Herr Lindner, der einen Einsparvorschlag im Kulturbereich nicht akzeptiert, Professor Sternbeck hat sich ähnlich geäußert und andere. Wir haben auch andere Rückmeldungen. Und wir wissen ganz genau, es müssen zusätzlich 350 Millionen über die Ressorts ausgebracht werden und 500 Millionen. Das wird 1 Milliarde sein und das wird auch nicht ohne Auswirkung sein. Und die Strecke ist nicht zu Ende. Sie wird in den nächsten Jahren weitergehen müssen, weil es nicht schön ist. Der Haushalt ist ehrlich, er ist nicht mit aufgesetzten Zahlen, wie das in der Vergangenheit oft der Fall war, und er ist solide ausgearbeitet. Die Kollegen haben 3 Haushalte in einem Jahr bearbeitet, aber es ist nicht schön, einen Haushalt vorstellen zu müssen, bei dem man sagt, wir müssen 3,5 Milliarden Schulden aufnehmen. Das will ich ganz klar sagen. Insofern werden die Anstrengungen an der Stelle weitergehen. Ich würde Ihnen nur mal gerne die Planzahlen für Schuldenaufnahme aus der letzten Planung von Finanzminister Linsen für diese Jahre sagen. 2010 6,7 Milliarden, 2011 6,7 Milliarden, 2012 6,6
2013 6,5 Milliarden. Das heißt, ein Korridor. Ja, lassen Sie mich doch ausreden. Ich bin ja noch gar nicht fertig. Ich gestehe ja zu, dass die Einnahmesituation heute besser ist. Gestehe ich ja zu. So, dann sage ich Ihnen nur auch, das ist genau das, was bei Linsen immer geschönt war, dass er das, was an Kosten zu erwarten war, nicht sauber eingestellt hat, aber die Dimension deutlich höher war als das, was wir jetzt an der Stelle haben. Und wenn ich, und damit will ich ein paar Sachen zum Haushalt sagen, wenn ich mir angucke, und das fragt man sich natürlich, wenn die Einnahmesituation besser ist, woher kommen denn die Aufwüchse, die Mehrausgaben? Und das sind drei Bereiche, die wir an der Stelle festmachen können, drei große Bereiche. Der eine Bereich ist das, was wir zusätzlich aufwenden müssen für Versorgung, für Beihilfe, für Tariferhöhung. Roundabout 860 Millionen. Möchte ich mal sehen, wie Sie da rauskämen. Ich warte auf die Vorschläge der CDU dann von Mitte Januar, ob an dem Block was geändert wird. Dann haben wir einen großen Block Zuweisungen an Kommunen, Einheitslastenausgleich und Stärkungspakt Stadtfinanzen. In Toto 413 Millionen. Da kann man ja nur wirklich bilanzieren. Sie haben, das muss ich sagen, unter Federführung der FDP in ihrer Koalition den Kommunen Milliardenbeträge weggenommen. Und wir zahlen doch jetzt alleine für zwei Verfassungsklagen, die gegen die Regierung Rüttgers eingereicht wurden und dann, als wir in der Minderheitsregierung waren, abgeschlossen waren. Alleine dafür zahlen wir 270 Millionen Euro. Einheitslastenausgleichsgesetz und KiFE. Das sind Rechnungen, die wir bezahlen für Sachen, die Sie angestellt haben, wo Sie den Kommunen was weggenommen haben. Dritter großer Bereich sind Schule und Hochschule, also Bildung und Hochschulen. Wir haben 175 Millionen Mehraufwendungen bei den gesetzlichen Verpflichtungen an den Hochschulen, davon allein BAföG 66 und 530 Millionen zusätzlich für Studienplätze, mehr als 2012. Davon, fairerweise gesagt, kommen 50% vom Bund, aber in Toto 705 Millionen mehr für die Hochschulen 2013 als 2012. Auch als Reaktion auf die steigenden Studierendenzahlen. Das ist eine Leistung. Und wenn ich alles zusammennehme mit der frühkindlichen Bildung bei U3 112 Millionen, komme ich für die Blöcke Personal, Kommunen, Bildung auf 2,1 Milliarden Euro Mehrausgaben und im Prinzip alles gesetzlich vorgeschrieben, gesetzlich notwendig, in Teilen vom Bund auch refinanziert. So was? Was wollen Sie uns vorwerfen? Was wollen Sie an der Stelle einsparen? Ich habe keine Einsparvorschläge von Ihnen bisher gehört. Ich bin wirklich gespannt darauf, wie in den weiteren Beratungen. Wir werden das ja im Haushalt in den normalen Ausschussverfahren machen. Wir werden daran arbeiten müssen, den 2014er praktisch fast parallel vorzubereiten. Aber die Bilanz dieser Debatte ist für mich zwei Fraktionen, die im Prinzip froh sind, dass andere die Arbeit machen und aussteigen aus der Diskussion, aus unterschiedlichsten Gründen. Bei den Piraten sage ich einfach mit Nachsicht, um das auch fair zu sagen. Sie sind jetzt gerade reingekommen. Es ist immer spannend, Ihre Debattenbeiträge zu erleben. Aber ich würde nicht erwarten, um das ganz klar zu sagen, wenn man eine Partei neu aufbauen muss, und das müssen Sie, dann gebe ich Ihnen auch ein Ja, dann kann man auch, also nicht gönnerhaft, sondern einfach, es ist für mich normal. Ich weiß, wie das ist, eine Partei aufzubauen. Sie haben zwei Ratsmitglieder, Ihnen fehlt der ganze Unterbau. Sie müssen die Programmatik diskutieren, das, was wir anderen zum Teil in Jahrzehnten erarbeitet haben. Da ist mein Anspruch jedenfalls nicht, dass Sie uns sagen, wo im Haushalt gespart werden müssen. Wenn was kommt, ist gut, aber es ist nicht der Anspruch. Aber die anderen beiden, die hier Verantwortung hatten, die Verantwortung in Berlin haben, die mit zum Teil verursachen das Desaster, dass den Kommunen und dem Land immer wieder das Geld weggenommen wird, die müssen die Verantwortung wahrnehmen. Und das haben Sie erkennbar nicht gemacht. Dankeschön.